So, dann herzlich willkommen zur Sondersendung. Heute werden einige US-Indizes, Sub-Indizes besprochen, zudem auch der DAX, um ein großes Bild eben zu bekommen. Es sind heute eben sehr viele US-Sub-Indizes dabei. Zunächst einmal der Risikohinweis, wie immer. Und dann fangen wir auch am besten mit dem S&P 500 Index an, also mit dem großen Index, wo ja, das größte Handelsvolumen gehandelt wird. Also hier ist die Indikation. Der Chart dürfte jedem schon bekannt sein. Zweimal hat man hier Glück gehabt, dass man hier nicht eingestoppt worden ist. Ja, mit Shorts. Und hier am Freitag war dann das Limit weiter hochgesetzt worden auf die Schlusskursbasis. SK Schlusskursbasis war im Text auch benannt worden. Und hier hätte es dann auch getriggert werden können. Tat es nicht. Ja. Und der Index schloss fast auf Tageshoch und leicht eben über dieser Box. Also wenn man das hier, dieses Chartbild eben nur betrachtet, kann sich das jetzt hier noch ein bisschen nach oben auffächern und dann sollte es aber im Normalfall, auch wenn es hier alles komplett ja bullisch ist, sollte sich hier, ja, wenn man jetzt diese Kerzen anschaut, auf Tagesbasis ist auf alle Fälle eben Ausbruch jetzt geschafft. Allerdings, wie gesagt, kommen jetzt dann auch die Subindizes ins Spiel. Und da habe ich dann einige mitgebracht. Aber bevor wir zu den Subindizes kommen, nehmen wir hier auch den Nasdaq. Schalten wir hier zuerst auf die Hauptbörse. So, sind die Linien ein kleines bisschen anders. Also hier vergrößere ich mal diese Linie. Ja, liegt exakt auf dieser Linie drauf. Und hier hat der DAX, der Nasdaq diese Linie leicht überschritten. Und da das jetzt hier eben nicht Indikation ist, muss man sagen, hier hätte es durchaus, jetzt schaue ich nochmal hier, die Linie war doch hier auf diesen Kurs, so, leicht überschritten worden. Jetzt stimmt es wie vorher, allerdings eben nicht auf Schlusskursbasis halten können auf dieser Hauptbörse, auf der Indikation, was dann ja auch dem Future entspricht, müssen wir hier kurz wieder warten. Ja, ist es im Moment, kann sich das hier auch um eine Umkehrkerze handeln, allerdings muss die natürlich bestätigt werden und hier ist dann diese Linie wichtig, die 4715. Tagesschlusskurs unter dieser könnte sich hier eine Mini- oder eine längerfristige Topbildung sich ausbilden. Also kurz nochmal, S&P sieht sehr stark aus, Nasdaq eher, aber da braucht es eben noch eine Bestätigung. Das ist jetzt hier nichts, was ich sagen würde, hier shorten. Ne? Klar kann man shorten, Stopp auf das Hoch. Das sind hier maximal 10 Punkte. Kann man machen, 7 Punkte riskieren. Nach unten ist es Open End eigentlich erstmal offen, beziehungsweise halt hier rund 90 Punkte. Das wäre hier erstmal noch eine wichtige Unterstützung bei 4644. Also das wäre natürlich eine Option, muss man aber nicht unbedingt spielen. Hier habe ich mal noch sowieso am Freitag schon den US Airlines Index analysiert. Hier gab es eine kleine Bewegung nach oben, aber wie auch hier sieht,
fehlt hier im Prinzip ein Tief. Dann darf das nochmal ein Hoch sein. Im negativen Fall haben wir das Hoch gesehen und es wird sich hier eher noch weiter nach unten ausdehnen, dann eben hier, aber ich bin erstmal noch hier für die bullische Option. Man kann hier dann den Einstieg so oder so, wenn es hier eine Abwärtsbewegung gibt, mal suchen und eng absichern. So, jetzt haben wir diese Indizes, also da ist im US Airlines Index erst auch eine Abwärtsbewegung drin. Ich hatte es vorher hier schön sortiert, aber gut, jetzt ist ein bisschen ein Durcheinander. Also kommen wir zu den anderen Indizes. Der Chemieindex, der hat hier auch zwei Optionen. Eine ist direkt von hier, von der Unterstützung, ein neues Hoch, dann abwärts, alternativ eine größere Korrektur, dann nochmal. Also hier ist unentschieden. Dow Jones US Technology Index, das hier gibt es eigentlich fast nur eine Option, den vielleicht Mini-Hoch, dann Korrekturbewegungen. Der US Biotechnologie Index darf sich noch nach oben ausdehnen, minimal. Dann trifft er hier aber auf harte Widerstände, dann eine Abwärtsbewegung. Software Index eher auch direkt nach unten, dass hier was fertig ist, sehe ich. Alternativ, wenn man hier nochmal kurz sieht, dieses Hoch ist sehr wichtig, entscheidend. Der Öl- und Gassektor hat hier eine Umkehrkerze gemacht, einer wichtigen Unterstützung. Da fehlen noch die Pfade. Das wäre für mich hier eher in diese Richtung, vielleicht nicht ganz so hoch. Das ist eben an diese horizontale Unterstützung ranläuft. Das wäre einer der bullischsten Indizes in meinen Augen. Hier der Transportindex hat hier auch eigentlich noch schöne Umkehrkerzen formiert über dem Hoch von Freitag. Na, hier die Bedingungen wie beim anderen auch. Über dem Hoch wäre eine Aufwärtsbewegung getriggert. Der Hardware-Sektor darf sofort fallen. Dann haben wir noch zwei, der Bankensektor. Da habe ich noch ein anderes Chartbild. Also hier kann definitiv was Bärisches fertig sein. Das sieht man dann auf dem anderen, den ich noch mitgebracht habe. Ja. Das sieht, das ist jetzt wirklich die bärische Variante. Also im Prinzip abwärts. Von hier kann es alternativ dann, darf es eben auch alternativ hier nach oben gehen. Allerdings sieht es sehr gut im Prinzip aus, wenn das Hoch nicht rausgenommen wird, dass wir hier womöglich bei den US-Banken auch eine schöne Abwärtsbewegung noch sehen werden und dann wird es natürlich den großen Indizes natürlich auch schaden. Also das war jetzt hier mal der Blick. Darf man im Hinterkopf haben, dass es eben kurzfristig noch ein bisschen unschieden ist und aber eher, dass man zu Gewinnmitnahmen geneigt ist, dieses dann eben, also nur zu Gewinnmitnahmen, aber noch nicht zu Shorten in meinen Augen. Beim DAX jetzt, kommen wir eben kurz zum DAX. Aber für mich ist jetzt eben der DAX, was man eben hier sieht, das ist ja der ältere Chart, Ausbruch bis hier hoch, Short Limit war dann nicht, wurde wieder rausgenommen, das zweite Short Limit hier, die waren jetzt aber definitiv gestrichen, am Anfang der Woche natürlich, weil Montag kann auch alles passieren. Das eine ist sowieso gestrichen worden und das andere ist nicht erreicht worden. Also hier nochmal das langfristige Chartbild im Wochenchart. Ausbruch ist aber hier definitiv auf Wochensicht wichtig über diese Linie. Alles andere kann sich hier dann
zu einer Abwärtsbewegung noch führen. Dazu habe ich einen neuen Chart gebastelt. Im Prinzip hier habe ich alles rausgenommen. Hier dürfte höchstwahrscheinlich dieser Aufwärtstrendlinie wichtig sein. Wird die gebrochen auf, was habe ich jetzt hier, 4-Stunden-Basis. Man kann es ja hier auf Tagesbasis, auf Stundenbasis auch nehmen. Sieht der Trendkanal halt ein bisschen anders da aus. Also wird dieser gebrochen. Ich finde hier der 4-Stunden-Chart ist einfach schöner. Da fällt eben auf, unter, ja, ein 4-Stunden-Schlusskurs unter 10.275 würde dann eben zu einem Bruch führen. Alles darüber darf sich nach oben ausdehnen. Eigentlich im Prinzip hier easy. Die anderen Linien sind erstmal schon dann Auflagepunkte, mögliche Unterstützungen, um dann es nach oben zu führen. Aber wie gesagt, es ist sehr wichtig, was die US-Indizes machen. Und da wird das Hauptaugenmerk liegen am Anfang der Woche. Danke fürs Zuhören und wünsche noch allen einen schönen Sonntag.